Es gibt ein paar Sätze, die Männer im Bett extrem antören. Wenn du diese Sätze sagst, wird es euren Sex deutlich aufregender und intensiver machen und es wird ihn förmlich verrückt nach dir machen. Und 4 dieser Sätze verrate ich dir in diesem Video. Ich bin Lisa Mucke, ich bin studierte Kommunikationspsychologin, zweifach Mama und ich arbeite als Sexualtherapeutin mit Paaren, die wieder mehr Leichtigkeit und Lust in ihre Sexualität bringen wollen. Ich habe vor 2 Tagen eine Mail von einer Frau bekommen, die gerne den Sex mit ihrem Mann ein bisschen auffrischen möchte. Und sie hat geschrieben, er mag Dirty Talk und sie würde ihm da gerne entgegenkommen und so ein bisschen was zu ihm sagen, aber sie weiß nicht genau, wie sie das anstellen kann. Sie hat noch nie im Bett geredet und sie stellt sich das auch so ein bisschen komisch und unangenehm vor. So geht es ganz, ganz vielen Frauen und deswegen ist für dich am Anfang wichtig zu verstehen, es ist vollkommen normal, wenn es sich komisch anfühlt, es ist normal, dass du unsicher bist und es muss auch nicht immer perfekt laufen. Es wird vermutlich passieren, dass es mal eine Situation gibt, die peinlich ist, ne, wo ihr lacht, wo ihr denkt, oh Gott, das war jetzt irgendwie merkwürdig und es ist vollkommen in Ordnung und es gehört dazu und es ist ganz wichtig, dass du da entspannt bleibst, dass du nicht so hohe Ansprüche an dich hast, sondern dass du sagst, hey, wir probieren hier einfach mal was Neues aus. Es erfordert einfach ein bisschen Übung, bis du irgendwann die Art und Weise gefunden hast, wie du mit deinem Partner reden kannst, wie sich das gut anfühlt, wie es für euch beide auch wirklich erregend ist. Und erst wenn du es ein bisschen geübt hast und so deinen Weg gefunden hast, erst dann wird es wirklich gut und wirklich authentisch und wird euch wirklich erregen. Wenn ihr das dann aber gefunden habt, dann kann es eure Sexualität unglaublich bereichern. Und damit kommen wir auch zum ersten Satz, der einem Mann im Bett den Kopf verdrehen kann. Wir fangen dabei ganz soft an. Was du als erstes tun kannst, ist, dass du ihm kommunizierst, dass du Lust auf ihn hast. Männer lieben es, wenn sie spüren, dass du Lust auf ihn hast, dass du ihn begehrst, dass du ihn anziehend findest, dass du mit ihm schlafen möchtest. Und deswegen kannst du schon vor dem Sex kommunizieren, dass du das gerne tun möchtest. Wenn er also zum Beispiel gerade auf der Arbeit ist oder von der Arbeit nach Hause kommt oder du bist schon zu Hause und wartest auf ihn, dann kannst du ihm schreiben, dass du dich freust, ihn zu sehen, dass du Lust auf ihn hast. Du könntest also sowas schreiben wie, es macht mich ganz verrückt, wenn ich an dich denke. Oder sowas wie, ich war gerade duschen, lieg jetzt im Bett und warte auf dich. Das zweite, was du zu ihm sagen kannst, ist etwas, was du gerade in diesem Moment fühlst. Wenn ihr gerade intim miteinander werdet, kannst du also einfach verbalisieren, was er gerade tut, das du toll findest. Das kann also sowas sein wie, ich liebe es, wie du mich festhältst und dass ich deinen starken Körper auf mir spüre. Oder, es macht mich an, wie du mich streichelst. Es erregt mich, wie du meinen Po anfasst oder wie du meinen Hals berührst. Das dritte, was du tun kannst, ist ihn danach bestätigen. Ihm danach sagen, wie gut er war. Es gibt nicht umsonst das Klischee, dass Männer nach dem Sex fragen, hey, wie war ich eigentlich? War ich gut? Und es ist ganz, ganz wichtig, oder es ist auch ein Fakt, dass die allermeisten Paare viel zu wenig nach dem Sex über den Sex reden. Das heißt, Männer lieben es, wenn sie von dir hören, was sie gut gemacht haben, was du gut fandest, was dich erregt hat. Und genau das kannst du ihm nach dem Sex sagen. Du kannst also sowas sagen wie, wow, das war so intensiv, ich habe alles andere um mich herum vergessen und nur noch deinen Körper gespürt. Oder sowas wie, ich hatte noch nie so guten Sex, du bist der Beste, mit dem ich je Sex hatte. Und das ist auch ganz wichtig, das muss keine Lüge sein, ne? Also das ist ja, glaube ich, so ein Klischeesatz, wo jetzt vielleicht manche denken, oh ja, okay, aber das stimmt ja nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt, weil tatsächlich Sexualität ja immer besser wird, je länger man zusammen ist. Und ich hatte, glaube ich, noch kein Paar in der Beratung, was nicht am Ende der Beratung gesagt hat, hey, mein Partner ist der Beste im Bett, den ich je hatte, einfach weil guter Sex Übungssache ist. Das heißt, wenn du mit deinem Partner eine Weile zusammen bist und möchtest, dass es gut funktioniert, arbeitet einfach an der Sexualität und früher oder später wirst du der Beste im Bett sein, den sie je hatte. Wichtig ist hier, du sollst natürlich nicht lügen, du sollst die Wahrheit sagen, aber wenn du in der Situation bist, dass du sagst, hey, ich möchte gern für meinen Partner so ein paar sexy Sätze im Bett sagen, dann bist du ja vermutlich sehr bereit, was für ihn zu tun. Das heißt, ihr seid sehr ähnlich miteinander, sehr verbunden und dann wirst du wahrscheinlich auch viele Dinge finden, die du an ihm gut findest. Was du auch ganz einfach sagen kannst, ist sowas wie, hey, wie du das und das gemacht hast oder als du das und das gemacht hast, das war so gut. Der vierte Satz ist was für Fortgeschrittene und sozusagen mein Geheimtipp, was du sagen kannst, was wirklich richtig viele Männer extrem gut finden, was aber eben auch ein bisschen Mut erfordert. Und zwar ist es so, dass Studien belegen, dass sehr viele Männer und auch sehr viele Frauen es im Bett gut finden, wenn der Mann ein bisschen aktiver ist, eher so die führende Rolle übernimmt und eine Facette davon ist eben auch besitzergreifendes Verhalten. Und was du vielleicht selbst als Frau kennst, ist, dass du schon mal diesen Satz gehört hast, dass ein Mann zu einer Frau sagt, vielleicht in einem Film, in irgendwie einem erotischen sexuellen Kontext,
dass er sagt, du gehörst mir. Und das ist ein Satz, den viele Frauen erotisieren können, wo viele Frauen merken, dass da vielleicht so eine Form von Erregung aufkommt. Und das Ganze kann man jetzt auch drehen. Und was du als Frau deinem Mann sagen kannst, ist, ich gehöre dir, mach mit mir, was du willst. Das ist ein Satz, den die meisten Männer extrem anschauen finden, extrem erregend finden und sie quasi in den Wahnsinn treibt. So, das waren die vier Sätze. Ich hoffe, du bist jetzt ganz motiviert, was auszuprobieren und hast so ein paar Ideen an der Hand, was du sagen kannst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und alles Gute weiterhin, eure Lisa.